auf dem Platz sind, die erste, die zweite Mannschaft, auch die Jugendmannschaften, sondern es sind natürlich auch die Leichtathleten, die ein Stück weit natürlich auch den Platz benutzen und natürlich die Schulen. Von daher war das ja auch eine Selbstverständlichkeit, dass der Landkreis sowohl aus Sportfördermittelgeldern, aber auch aus den typischen Schulgeldern gesagt hat, gut, okay, wir wollen dort mit dabei sein. Mich freut es, dass es uns gelungen ist, das Ganze so schnell umzusetzen. Mich freut es, dass es zu einem Zeitpunkt kam, wo wir auch im Fußball sowohl was die erste als auch die zweite Mannschaft angeht, viel Erfolg haben, natürlich auch was die Leichtathleten angeht. Ich denke, insgesamt konnte der Zeitpunkt kaum besser sein, zumal wir im nächsten Jahr ein großes Jubiläum hier feiern dürfen. Und deswegen hat das wunderbar gepasst. Jetzt hoffen wir nur noch, dass der Platz dem Herrn wirklich gut tut. Ja, und dass das, was die letzte Woche positiv begonnen hat auf dem Rasen, dass sich das gegebenenfalls im Winter auf dem Kunstrasen fortsetzt, das würde uns alle freuen. Wie gesagt, nochmals herzlichen Dank, sehr geehrter Landrat, aber natürlich insbesondere auch dir, weil du im Hintergrund natürlich viel Arbeit hattest, damit man das Ganze so auf die Reihe bekommen haben, wie wir es hier heute haben. Und ich denke, das ist vor allen Dingen für den Luder, auch denke ich mir gerade von den Männern, die hier drauf spielen, ein lieben Applaus wert. Aber ich glaube, ihr wisst, wo du was annehmen habt. Ja. Okay.